Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Ja, wir waren ja hier stehen geblieben und wir porten uns jetzt erstmal in die Stadt, wo wir nicht hin können, weil dafür die Abbruch. Weil wir dafür in die Gegenwart sollten, denn da ist der Baum. Ach genau, den Screen hatten wir hier eh, glaube ich, noch nicht entdeckt, oder? Egal, jetzt haben wir ihn. Genau, dahin, yep. Danke. Von der hatten wir das Schwert bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon alle Dings eingelöst habe. Wäre auch mal nicht schlecht zu wissen. Wir müssen jetzt erstmal hier hin, genau. Ja, ich habe das gerade gespult. Aufnahmezeit, okay. Hm, wir haben bis 32 Zeit circa. Okay, müsste ich hinkriegen. Wir wollen ja jetzt erstmal in diesen Palast gehen von Königin Ambi. Ja, da wollen wir erstmal rein. Denn sie ist ja nicht da und wir können jetzt versuchen, Nairo zu retten. Ah. Okay, ich erschreck mich nicht. Du hast gehört, dass der Eingang des Palastes unbewacht ist. Dann willst du auch Nairo retten. Wie sag ich mal retten? Wenn sie jemand rettet, dann bin ich es. Das lasse ich mir nicht von dir nehmen. Aber man sollte nicht durch den Vordereingang gehen. Pass auf, angeblich gibt es einen verborgenen Eingang im Palastgarten. Durch ihn werde ich mich hineinschleichen. Wie? Ach komm, ja, ist okay. Mensch! Der Typ, ey. Schlimm, der Typ. Schlimm! So, der Eingang war hier links. Genau, aber wir mussten noch vorher irgendwas machen. Genau, diesen Schalter da drücken. Ne, alle Schalter drücken. Ja, los. Danke. Wir müssen alle Schalter oben links, oben rechts, unten links und unten rechts drücken. Super. Dann machen wir unten links den letzten Schalter. Das ist, glaube ich, gechillter. Ah, hier können wir uns dann erstmal gleich hinporten. Oder immer hinporten jetzt. Oh, fuck. Das war knapp. Das war sehr knapp. Denn diese eine Wache links hat uns eh fast gesehen. Egal. What the fuck. So, jetzt ist der Eingang frei, genau. Und jetzt müssen wir nur noch unten links machen. Ist halt einfach nur dieses, werde nicht gesehen, sonst wirst du rausgeschmissen, Rätsel. So wie bei Ages auch schon, und es sowas gab. Wir können jetzt auf jeden Fall dort entlang. Und diese Blätter zerschlagen. Und hier durchgehen. Perfekt, Mundo. Ja, hier kommen wir auch nur durch, wenn wir halt die erweiterten Schwimmflossen haben, diesen, den Meerjungfrauenschwanz. Meerjungfrauenflosse oder wie auch immer das heißt. Und es ist so ätzend, die ganze Zeit die Taste zu drücken, damit man sich fortbewegt, ey. Aber egal. So, und jetzt sind wir im Palast. Ich weiß nur nicht, welchen Weg wir gehen müssen. Wir dürfen auf jeden Fall wieder nicht gesehen werden. Da ist erstmal eine Schatztruhe. Die will ich natürlich haben. Denn dort ist ein Ring drin. Okay. Immer schön vorsichtig gehen. Ich weiß gar nicht, wann die einen bemerken. Der würde mich auf jeden Fall gleich sehen. Verdammt. Oh. Damn, nein! Ach, die greifen mich einfach nur an. Das ist ja auch recht gechillt eigentlich, ne? Muss ich ja schon sagen. Da muss ich auf jeden Fall gleich rein, aber hier ist auch Feen. Oh, Feen nehme ich immer gerne. Feen sind toll. Okay, ich glaube, das klang gerade ziemlich falsch.
Um rechts lang, das heißt, wir gehen so. Kann ich die eigentlich angreifen? Ja, kann ich. Oh. Sollte ich aber vielleicht nicht unbedingt. Aua! Das war ja sehr gut gerade von mir, muss ich schon sagen. Das ist Nairo. Doki, wie entzückend, dass du es bisher geschafft hast. Warte. Au. Oh. Du willst ein Schwert gegen mich führen? Wenn du Nairo verletzen möchtest, dann fahre fort mit deinem Vorhaben. Okay, wir brauchen das und das. Denn sie ist hier hinten und so. Clever, doch solange ich Nairos Körper besitze, kannst du mir nichts zuleide tun. Dadurch bin ich unverwundbar. ja, das glaubst du wohl selber nicht. Damit hat sie, glaube ich, nicht gerechnet. Moment, wir machen erstmal was Gechilltes. Zack. Jetzt können wir die benutzen. Vor allem unser komplettes Inventar ist fast blau. Oder fast unser komplettes Inventar ist blau. Super. Zack. Nein. 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 Da. Zack. Echt, sehr beachtlich. Doch warte nur bis zum nächsten Mal. Oh man, wir haben sie gepackt. Was soll dieser Tumult? Nanu, Doki, wo sind wir? Oh. Bist du wirklich Nairo? Du bist so anders. Du bist nett. Die Zeitgefühle der Königin ist nicht zu übertreffen. Warte, was? Die Zeitgefühle? Ach, das Zeitgefühl. Ja. Nennt mich schlau. Ich bin Maxi. Hi. Ach, ein Körper, ein königlicher Körper passt gut zu mir. Kannst du dir nicht vorstellen, was ich nun werde, was ich tun werde? Ich werde es dir verraten. Gesellt euch zu den Versteinerten. Ich werde euch alle umwerfen. Ich will nicht versteinert werden, das ist nicht so toll. Nairo! Bist du es? Bist du wirklich Nairo? Jo. Ralf. Ralf, es tut mir leid, dass ich dir Kummer bereitet habe. Ich bin wieder in Ordnung. Lass uns in unsere Zeit zurückkehren. Hey, was machst du? Was machst du da? Schnapp ihn! Sofort! Ja, ich kann die Stimmen echt scheiße nachmachen. Ich weiß nämlich nicht mehr, welche ich damals benutzt habe. Es tut mir mega leid, tut mir leid. Echt, es tut mir so mega leid. Weil es einfach so mega her ist, seitdem ich das letzte Mal wirklich intensiv die Stimme da gesprochen habe und so. Danke, Doki. Du hast mich unversehrt aus der Umklammerung Verans befreit. All diese merkwürdigen Dinge, die geschehen sind, kehren nun wieder zur Normalität zurück. Oh, cool. Oh, cool. Wir haben noch 8 Minuten circa. Na, 7, 8, irgendwie so. Die ganzen Äffchen. Tschüss. Jedoch, Doki, Veran ist noch immer in der Vergangenheit. Dort kann sie noch immer ein Zeitalter der Finsternis erschaffen, das sich bis in die Gegenwart erstreckt. Verzeih, Doki, ich bin planlos zu mir hergelaufen, während du dich um die Rettung gekümmert hast. Aber sei sicher, ich werde derjenige sein, der Veran aufhält. Ich überlasse die Menschen der Vergangenheit nicht ihrem bösen Werk. Es wäre töricht, Veran jetzt zu ignorieren. Wenn wir das machen, wird sie erneut wegen Nairo herkommen. Ralf, es ist wie du sagst, ich werde versuchen, dem meinigen Teil beizutragen. Doki, du hast die Harfe der Zeit. Behalte sie bis auf Weiteres. Ich bin sicher, dass du sie, dass sie dir irgendwann weiter... egal. Ich will nicht mehr. Nice! Wir kriegen die letzte Melodie! Grrr. Du hast die Melodie der Zeit erlernt. Spiele sie um zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ja, wir können jetzt zwischen allen Zeiten wechseln. Oh. Schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen, Doki.
Wir sind Twin Rover, die Hexen der Gerudo. Du warst recht beschäftigt in Holodrom. Es scheint dir zu gefallen, Nairo gerettet zu haben. Doch qualvolle Aufschreie erfüllen die Zeit, Ambis. Ich kann die Stimme nicht, ey, meine Stimme ist am Arsch. Indem Vera dafür sorgte, dass das Reich der Finsternis weiterreicht als je zuvor, hat sie die Qual über dem Land verbreitet. Bald schon wird die Flamme der Qual entflammen. Nur noch eine Flamme fehlt, wenn erst die drei Flammen in der Finsternis lodern. Dann wird der König des Bösen zurückkehren. Alter Schwede. Meine Stimme ist voll für den Arsch heute. Beziehungsweise in letzter Zeit generell. Ja, ich habe keinen Bock, das zu lesen. Es tut mir so leid, Leute. Wenn ihr schnell klicken könnt, dann könnt ihr immer Pause drücken und lesen. Nicht Pause drücken und, wisst ihr? Halt die Schnauze. Ja, ja, ich okay, ich okay. Ich okay jetzt! Danke! Mann, 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 Mann. Gut, wir müssen jetzt erstmal... Ja gut, 4 Minuten spielen noch. Toll. Ich hasse das. Viertelstunde ist mal so lange um. Oder so schnell um, meine ich. Gott. Wir gehen jetzt erstmal hier hinunter. Und springen ins Wasser! Na, 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 na. Irgendwo hier können wir nämlich gleich reingehen. Oder auch nicht. Stimmt, erstmal können wir hier lang, denn hier konnten wir vorher nicht hin. Doch, konnten wir. Verdammt, das war in der Vergangenheit dann wahrscheinlich. Dammit. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie da rüberkommen. Und hier ist ein Zora. Wir sehen, hier sind von hier bisher jedoch jeden verschluckt, der sich hineinwagte. Das Meer des Sturms. Ich kann einem Kind wie dir keinen Zutritt gewähren. Oh, damn. Ich glaube, da müssen wir auch erst für den 8. Palast rein, oder? Ich habe keine Ahnung, Leute. Tut mir leid. Ich weiß es nicht mehr. Hi. Schön, mein Opa hat diese Insel gefischt. Die Insel treibt nach Westen ab. Damals lag sie noch weiter östlich. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal schön diese neue Melodie. Wir werden auch keine andere mehr benutzen müssen. Das ist ziemlich cool. Ein ganzes Leben lang war ich Fischer auf dieser See. Okay, ja. Das ist halt ihr Opa. Wir können jetzt erstmal hier reingehen. Dass wir da nicht rüberschwimmen können, ist zum Kotzen. Wir kommen dann hinten nicht ran. Stimmt, dafür brauchen wir erst den nächsten Grabbling-Hook, sag ich mal. Auf jeden Fall kommen wir hier jetzt etwas weiter. Wir müssen jetzt nämlich lang, um weiterzukommen. Ist klar. Ergibt viel Sinn, da kommen wir nämlich doch nicht weiter. Damn! Was, wenn ich hier jetzt spiele? Dann komme ich hier hinten raus, genau. Ach du, ja gut, okay, wir können hier lang. Ja, ich bin dumm. Okay, hier kann ich gar nicht hochtauchen, okay. Das heißt, wir brauchen erstmal das. Wir können jetzt hier hin. Und hier wieder hochtauchen, ne? Ja, genau. Wir können jetzt hier in die Vergangenheit wieder reisen. Das ist echt, was wir hier machen müssen, ey, das ist so viel hin und her. Das ist so mega krass eigentlich. Warte, was ist hier hinten, wenn ich oben bin? Aua. Voll gegen den Tisch geklatscht, ey. Hier kommen wir noch weiter, wie es aussieht. Okay, oder auch nicht. Das heißt, wir müssen in die Zukunft, so gesehen. In die Gegenwart. Damn! Jetzt aber. Und hier könnten wir dann wieder in die Vergangenheit. Erstmal können wir jetzt hier unten lang, genau. Und hier können wir jetzt rüber, weil der da immer noch liegt. Wir sind auch gleich schon im 7. Palast, glaube ich. Jetzt sind wir auf jeden Fall bei den Zoras.
Voll cool eigentlich. Da will ich hin. Ich will zu dieser Kiste, die genau unter dem Stein liegt. Ein Gashakern. Wer hätte gedacht? Ich hätte es gedacht. Oder man hätte sich denken können. Sturmkerne, perfekt. Hier ist jetzt gleich ein Eingang. Genau. Da hinten kommen wir noch nicht weiter, stimmt. Ich weiß doch gar nicht mehr, was hier war. Erstmal kommen wir hoch. Ich spiele hier noch ein bisschen weiter. Ach genau, der König ist nicht mehr da, weil er tot ist. Soweit ich weiß. In der Vergangenheit ist er nämlich ganz krank und wir müssen jetzt dem... Wow! Heilmittel suchen. Ja, müssen nicht. Naja, doch eigentlich schon. Sonst kommen wir nicht weiter im Spiel. Hey Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Oben rechts kommt ihr noch einmal zu dem letzten Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!